Liebe Wunduhrfreunde und Neuinteressierte, die von Anke und mir 2010 erfundene Wunduhr wird bald 10 Jahre alt. Es gibt jetzt etwas Neues, nämlich die Wunduhr-Dioramen. Die Wunduhr ist ein Mini-Standard für die Behandlung von Menschen mit chronischen Wunden. Es gibt bei YouTube 2 Kurzfilme, die das näher erläutern. Bisher ist die Wunduhr aber eine zweidimensionale Grafik, wie hier auf der Postkarte zu sehen. Man kann sie im Internet aufrufen oder als Ausdruck bei uns käuflich erwerben. Neu ist das Dreidimensionale. Mit dem Ziel, es noch verständlicher zu machen, habe ich das Innere der Wunduhr als Modelllandschaft gebaut. Damit erklären wir Menschen mit chronischen Wunden den Verlauf der Wundheilung, losgelöst von den Schrecken der echten Wunde. Es gibt bereits 5 verschiedene Wunduhr-Dioramen. Sie bestehen aus vielen wunderschönen Detailszenen. Die Geschichten dazu entwickeln sich im Gespräch mit den Betroffenen. Am Anfang steht eine Skizze und nach etwa 7 Tagen Arbeit ist ein Diorama fertig. Dabei wurde Wasser gestaltet, Wasser gefärbt, Landschaft gestaltet, begrünt, Pflanzen gesetzt, Personen eingeklebt und Autos installiert. Im Zentrum der Wunduhr ist die blaue Fläche das Wasser. Zu viel Wasser im Gewebe ist eine der Hauptursachen für chronische Wunden. Ödeme lassen nicht nur die Haut aufbrechen, sie verzögern auch die Heilung. In der Mitte der Dioramen ist ein aufgewühlter See. Die Wellen des Sees wurden aus Toilettenpapier und Leim modelliert. Ödeme sind wie Wellen, sind mal mehr und mal weniger. Der aufgewühlte See soll uns daran erinnern, dass die Gefahr des Wassers immer da ist und für die Wunde häufig unterschätzt wird. Im nächsten Schritt wird das Wasser mit Acrylfarben bemalt. Hier sitzt ein Künstler auf echtem Schiefer und koloriert mit den Farben Blau, Grün, Umbra, Schwarz und Weiß das Wasser. Das bräunlich-gräuliche ist das flachere Wasser, das dunkelgrüne das tiefere Wasser. Mit Hochglanzlack wird das Wasser zum Funkeln gebracht und es entsteht ein gewisser Glanz, den wir auch bei der Haut beim Ödem kennen. Mehrere Schichten von dem Lack erzeugen eine Tiefe, die hier am Rand förmlich den Eindruck von stehendem Wasser hinterlässt. Fertig sieht das Bild des wunderschönen Riva-Bootes auf dem Modell wie eine Postkarte aus. Hier bei Blitzlicht, hier bei Gegenlicht. Das Trockene, das Land, wird aus aufgeschütteten Sand, der mit Leimlösung fixiert wird, gebaut. Die Brücke wird eingeklebt und die Rampe zur Brücke wiederum aus Kork oder Schaumstoff und Leim mit Toilettenpapier, Sand und künstlichem Gras gebaut. Die Steine werden bemalt, damit sie älter und verwittert aussehen. Wie im Traum glitzert das Wasser des Flusses hier und man hat förmlich den Eindruck, es wird sich Wasser bewegen. Als Pflanzen habe ich hier Zierlauch, Hanf, Tabak, Gras und Moos und insbesondere der Hanf soll durch das Cannabis auch an die Schmerzbehandlung von Wundpatienten erinnern. Im Kornfeld ist Mohn platziert, der auch wiederum über das Opium oder das Morphium an Schmerzbehandlung erinnern soll. Während der Acker hier sehr feucht und matschig, bräunlich wirkt, ist im Bereich der Nekrose der schwarze Schotter trocken und das pflanzliche Gewebe abgestorben. Die Wunduhr hat 6 Phasen, die im Uhrzeigersinn ablaufen. Zu den Phasen haben wir einzelne Szenarien gebaut. Bei der Infektion haben wir ein Tatortwunde, Polizeieinsatz, die Festnahme von Banditen. Diese Banditen sind Symbol für die Keime. Keime sind aber nicht immer Ursachen für die Wunde. Sie hemmen in Überzahl die Wundheilung. Sie sind aber immer vorhanden, das nennen wir Kontamination. Erst wenn sie in die Tiefe eindringen, muss die Immunabwehr schnell und effizient sein. Schnell wie der Porsche Einsatzwagen, effizient wie die SEK-Beamten, die auf dem Szenario die Abwehrzellen symbolisieren. Mit Rauchgranaten werden die Gangster eingenebelt, ähnlich wie wir Antiseptikumspray benutzen, um die Bakterien einzunebeln.
Die Absperrung soll an sterile Verbandstoffe erinnern, die schützen vor der Superinfektion mit weiteren Keimen. Merke aber, Verbandstoffe alleine heilen die Wunde nicht. Die Ursache muss behoben werden. Die Nekrose ist ein Friedhof. Dieser verlassene Friedhof mit dem Leichenwagen in der Mitte soll an das abgestorbene Gewebe erinnern. Die Exudation ist ein Kornfeld mit einem daneben gelegenen Acker. Die verschiedenen Bodenzustände symbolisieren unterschiedliche Belege der Wunde. Ein Patient sitzt am Rand auf der Bank und studiert die Wunduhr. Andere Patienten bewegen sich mühsam bergan und verlassen die Klinik. Viele Patienten mit fibrinbelegten Wunden sind eher im klinischen Bereich untergebracht, während dagegen die granulierenden, saubereren Wunden im ambulanten Bereich sind. Über diese Brücke gelangen die Patienten dann in den Bereich der Granulationsphase. In der Granulation wird neues Gewebe aufgebaut. Hier ist der Künstler am Schaffen, er baut Granulationsgewebe, besser gesagt, er malt hier seine Muse, während hinter ihm die Natur gedeiht und immer dichter wird. Im Bereich der Epithelisierung haben wir eine Strandbühne, auf der sitzen wiederum Badegäste. Die Strandbühne wächst vom Rand über den Sand zum Wasser, ähnlich wie die Epithelzellen vom Rand über die Wunde wachsen. Dabei brauchen die Epithelzellen einen seichten Zugang zum Granulationsgewebe. Wie hier die Badegäste den weichen, seichten Zugang zum Wasser favorisieren und nicht, Baden verboten, vom Rand springen. Ähnlich ist zerklüfteter Wundrand auch immer ein Zeichen dafür, dass der Wundrand avital ist und das Granulationsgewebe nicht so schnell von Epithelzellen bedeckt werden kann. In der Prävention zählt für uns die Mobilität. Die Menschen sollen wieder in Bewegung gebracht werden, in ihr Leben zurückgeführt werden. Als minimalistische Lösung der Mobilität haben wir hier die Isetta mit dem Mini-Wohnwagen. Andererseits sind Surfer unter den Augen der Zuschauer im Wasser und trotzen den Wellen. Radsportler und auch Radtouristen sind unterwegs und fahren auf der Strecke im Uhrzeigersinn weiter, aber sie müssen beachten, die Polizei warnt vor der Infektion, die hinter dem Berg ist. Fährt man über den Berg rüber, ist die Infektionsphase erreicht, der Kreis schließt sich und die Wunde beginnt wieder von vorn. In der Phase der Prävention gilt die Nachhaltigkeit, diesen Schritt möglichst lange zu verhindern. Es sind auf dem jetzt vorgeführten Diorama 47 Figuren verbaut. Der Maßstab ist 1:87, also H0. Ein Boot und 6 Autos finden Sie. Ich hoffe, dass diese Bilder Ihnen etwas Spaß gebracht haben und Ihnen helfen, die Wundheilung Menschen plastischer, bildlicher darstellen zu können. Sie können die Bilder in Ruhe bei Instagram und Pinterest besuchen oder bei Facebook. Oder Sie besuchen uns auf unserer Webseite www.wunduhr.de. Viel Erfolg noch bei der Wundbehandlung und bis demnächst. Tschüss!